Willkommen zurück bei Castle. Ja, was die letzten Male so passiert ist, können wir in der Fallübersicht mal gucken. Und zwar haben wir einen Verdächtigen, das Opfer und eine Zeugin. Das ist einmal die Sekretärin von ihm, von dem Vernon, Hooch, und dann die Verdächtige. Da ist hier auch schön auf Deutsch aufgelistet. Geschredderte, unterschriebener Buchvertrag im Büro von Vernon Hooch gefunden. Hat gemeinsam mit Vernon Hooch viel an ihrer Liebesroman gearbeitet. Erhält fortwährend negative Kritik von Samuel Myers, verwickelt in eine Liaison mit Vernon Hooch. So, gefunden haben wir das Geschredderte halt. Dann ein Präsent, das ist dieser Stift, den man bekommt, wenn man also so ein Gratulationsstift überreicht an die Autoren von Hooch Verlagsfirma. Also bekommt man nur, wenn man dort ein Buch verlegt hat. Phantom der Oper, das ist das Buch mit den Zeilen, die da drin stehen. Dann die Akten, die CD und dann die Textnachricht. Gut, ich würde aber sagen, wir starten mal weiter. Ich meine nämlich, dass wir hier im Revier jetzt sowas zu tun haben und sonst nirgendwo. Und somit gehen wir hier mal wieder zurück. Die steht da zwar, aber wir gehen jetzt mal in das Verhörzimmer und finden mal heraus, was los ist. Frau Dodson, wir haben ein paar Fragen, die wir Ihnen gerne stellen würden. Jetzt geht es wieder los und bewege jedes Beweisstück zu dem Ort, wo es gefunden wurde, um den Verdächtigen dazu zu befragen. So, die Papierschnitze wurden natürlich da oben gefunden. Deswegen schieben wir sie mal nach da oben. Was für eine Beziehung haben Sie zu Vernon Hooch? Tut mir leid, wenn ich die Namen falsch ausspreche oder so. Ich kann manchmal die englischen Namen nicht richtig aussprechen. Ja. Wir sind Kollegen. Seine Firma veröffentlicht meine Liebesromane und ich habe gerade einen Vertrag unterzeichnet, etwas Neues für ihn zu schreiben. Also läuft eigentlich ganz gut, ne? Es sieht aber aus, als würde die Dinge nicht so gut für sie laufen, wie sie denken. Wir haben einen Vertrag zwischen Ihnen und Vernon im Schredder gefunden. Das ist unmöglich. Wir arbeiten seit Monaten daran. Ich glaube nicht, dass er ihn einfach so wegwerfen würde. Da guckt sie. Und hier. Dann eine halbe Merkel und da. Yay! Voll happy. Gut, wo haben wir das noch gefunden? Das haben wir natürlich dort gefunden. Können wir das irgendwie kurz mal so? So, wunderbar. Hatten Sie eine Affäre mit Vernon Hooch? Wir haben belastende Textnachrichten zwischen Ihnen und beiden gefunden. Nun ja, es macht wohl keinen Sinn mehr, es jetzt noch geheim zu halten. Ja, wir waren in einer Liebesbeziehung. Wir haben sehen uns schon seit einiger Zeit. Okay, nicht weiterdenken. Ich hatte aber noch das Gefühl, dass es für immer halten würde. Ui. Vernon wurde nervös, dass seine Frau etwas herausfinden könnte und ich war besorgt, dass er irgendetwas offenbaren könnte, was meiner Karriere schaden könnte. Autsch. Wir könnten die Nachrichten über eine Affäre Ihrer Karriere schaden. Nehmen Sie mich auf den Arm. Ich würde aussehen, als müsste ich mit den Verlegern schlafen, um einen Vertrag zu bekommen. So ein Ruf ist im geschäftlichen Sinne nur schlecht. Das war dort. Vernon Hooch ist tot. Sein Körper wurde auf der Bühne seiner Broadway-Theaters gefunden. Was? Tot? Das kann einfach nicht sein. Wir wollten uns morgen eigentlich treffen. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit Herrn Hooch? Gerade erst letzte Woche. Ich habe bei ihm im Büro, um den Vertrag zu unterschreiben. Jetzt müssen wir das nach da kriegen. Okay, Moment. Dann machen wir das kurz so. Zack. Wir haben eine Akte über Samuel Myers Kritiken in ihrem Wohnung gefunden. Warum waren sie so auf ihn fixiert?
Er war nicht gerade ein großer Fan meiner älteren Werke. Ich habe mir Sorgen gemacht, was eine schlechte Kritik über mein neues Buch anrichten könnte. Warum haben Sie eine derartige Akte in Ihrer Wohnung behalten? Ich wollte sie meinem Verlagspartner zeigen, als Beweis, dass Myers versucht, meine Karriere zu ruinieren. Okay, das bedeutet, jetzt müssen wir noch die restlichen zusammenfügen. Und ich überlege gerade, wie wir das anstellen. Eigentlich. So. Sir Myers und Vernon Hooch wurden beide ermordet auf eine Weise, die literarischen Klassikern nachgestellt wurde. Das heißt also, weil ich eine Schriftstellerin bin, sind Sie der Meinung, dass ich sie beide umgebracht habe? Das ist doch absurd. Entschuldigt, ich muss mal kurz was trinken. Oh je, da haben sie Schriftstellerin geschrieben. Nicht nur eine Schriftstellerin, ach, jetzt lese ich das auch noch mit. Aber eine Schriftstellerin mit einer zerbrochenen Beziehung, einem zerstörten Verlag und einer Akte voller negativer Kritik eines toten Kritikers. Wow, schlechte Kritik von einem Kritiker. Das klingt wie eine Schriftstellerin mit einem Motiv. Na, Kessel hätte eher gesagt, das ist zu einfach. Also in der Serie, entschuldigt. Das ist doch lächerlich. Ich werde keine Fragen mehr beantworten, bis mein Anwalt hier ist. Ich wurde noch nie so beleidigt in meinem Leben. Schlechte Kritik ist aber auch eine Beleidigung manchmal. Wenn sie nicht konstruktiv ist. Was denkt ihr? Kauft ihr ihre Geschichte ab? Sie hat auf jeden Fall ein Motiv für beide Morde. Wenn man jetzt noch die Tatsachen betrachtet, dass sie eine sitzengelassene Liebende ist, denke ich, dass es eine ziemlich hohe Chance gibt, dass sie unser Killer ist. Jetzt kommt Kessel, ich liebe es. Ich weiß nicht, für mich klang sie ziemlich überzeugend, aber ich weiß nicht, ob ich meinen eigenen Instinkt vertrauen kann. Das würde er ja nie sagen, er würde irgendwas mit CIA oder so sagen. Wo ist das? All diese Verbindungen zu einer all diese Verbindungen zu einer Verlegerindustrie haben mich ein bisschen durcheinander gebracht. Nun ja, du solltest wieder ins Spiel zurückkehren. Wir haben noch einen Anruf bekommen. Noch ein Mord? Zumindest ein Versuch. Das potenzielle Opfer wurde im Glockenturm einer Kirche in der Stadtmitte gefunden. Sie wurde nur einige Minuten, bevor sie in den Tod gestürzt wäre, gefunden. Ich möchte, dass ihr euch sofort dorthin begebt. Ich habe wirklich genug davon, dass dieser Wahnsinn unserer Stadt terrorisiert. Dieser Wahnsinn, ja? Kapitel 3. Ding, 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 ding. Oh, entschuldigen Sie, Officer. Ich bin Detective Beckett. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Wir haben einen anonymen Notruf erhalten, dass eine Frau im Glockenturm in Gefahr ist. Als ich hier ankam, fand ich eine Frau gekleidet wie eine Zigeunerin und gefesselt an einem Stuhl. Zigeunerin, das klingt wie... hätte der Hardcover-Killer eine Szene von Victor Hugos, der Glöckner von Notre Dame, nachgestellt. Normalerweise lässt unser Killer seine Opfer jedoch nicht am Leben. Ja, der mit dem Buckel, Glöckner von Notre Dame, ja genau. Der Stuhl, an dem sie gefesselt war, lehnte gegen die Kirchenglocke. Wenn die Glocke geläutet hätte, wäre sie in ihren Tod gestürzt. In ihren Tod? Es war schon fast 5 Uhr, deshalb habe ich das Triebwerk der Glocke außer Kraft gesetzt und so verhindert, dass die Glocke läutet. Ich habe sie losgebunden, aber sie war völlig außer sich und die Sanitäter haben dann übernommen. Der Ritter in schillernder Rüstung eilte der Jungfrau in Nöten in letzter Sekunde zur Hilfe, um sie zu retten. Das ist so poetisch. Hör auf zu träumen, Kessel. Weißt du, wer das Opfer ist? Ihr Name ist
Katharine Saunders. Sie wurde ins städtische Krankenhaus gebracht. Ich dachte, da steht doch der Krankenwagen. Gute Arbeit, Officer. Wir übernehmen jetzt. Da ist doch der Krankenwagen. Wieso wurde sie schon weggebracht? Ohne irgendwas. Oh. Der Griff zu dieser Tür fehlt. Oder den Griff wird sich nicht bewegen, was? Achso, ohne Griff wird sich das Zeug nicht bewegen. Wieso blinkt denn die Karte? Kirche, Krankenhaus. Nee, wir wollen erstmal Kirche. Gucken wir uns mal um. Oh, Geld! Du hast einen wichtigen Gegenstand gefunden. 25 Cent Stück. Boah, Leute, ich bin reich. Das Wasser in diesem Taufbecken ist kristallklar. Ja, das sollte man auch. Oh! Einige der inneren Kabel sind herausgerissen. Gut. Was ist das hier? Der Ring steckt fest im Mund des Gargoyles. Ja, vielleicht gehört er auch dahin. Da oben das Kreuz. Das. Okay, da geht's nach oben und da geht's rein. Gehen wir erstmal rein. Da fehlt eine Taste. Boah, an dem Klavier fehlt eine Taste, Leute. Das ist ja aber übel. Hebel gefunden. Alles klar. Okay, der Stuhl gehört dahin zu. Oh, wir nehmen einfach mal einen Becher mit. Ja, da brauchen wir so ein Herz oder so. Die Tür ist verschlossen. Ja, Jesus Christi. Ja. Können wir nicht einfach das da nehmen? Gibt der uns was? Wir müssen wohl nur nach oben. Schauen wir, es muss an diesem Stuhl gefesselt gewesen sein. Wenn er gegen die Glocke gelehnt war, wäre sie in den Tod gestürzt, sobald sie geläutet hätte. Im Glockner von Notre Dame wurde die Zigeunerin Esmeralda gehangen. Eigentlich ist es der Erzdiakon Claude Fruello, der zu Tode stürzt. Wenn man bedenkt, wie penibel der Hardcover-Killer sonst war, erschien es mir komisch, dass er das durcheinander brachte. Vielleicht ist er etwas nervös, wo wir ihm so dicht auf den Fersen sind. Ich wette, hier ist auch irgendwo ein Buch. Lass es uns suchen. Das muss das Triebwerk sein, was der Officer gebraucht hat. Da ist ein Seil. Schlüssel. Oh! Okay, wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir da hin? Wartet, wir brauchen irgendwas. Oh! Das Kreuz an der Wand ist an der Wand genagelt. Also ich hätte es jetzt mit den Münzen so dahinter und dann rausgenommen. Okay, ja. Sieht so aus, als wenn wir nicht viel machen können. Da ist das Buch, wir kommen mal nicht ran. Tja. Ach, da hinten war noch eine verschlossene Tür, ne? Oh nein. Okay, was brauchen wir? Makoscha, Besen. Probieren. Das 3XK? Was ist denn 3XK? Die sind auf jeden Fall die. Besteck zum Beispiel. Genau. Wo ist denn das? Wo ist der andere Laptop vom Telefon? Wo ist der andere Laptop vom Telefon? Telefon! Ring. Wo ist der Telefon? Wo ist der Telefon? Ups. Also der Korb fehlt noch und da ist der Korb. Mikrofon. Ach, da seht ihr da, da ist das Telefon. Okay, das Mikrofon da. 3XK, was ist ein 3XK?
Ach, das ist. Da stand nur irgendwas. Gartenzwerg. Okay, wo finden wir denn ein Gartenzwerg? Gartenzwerg. Okay, wir haben hier auf jeden Fall irgendwas, was man berühren kann, also was man mitmachen kann. Da ist eine Kerze. Da ist eine Kerze. Ach, und da oben ist eine Kerze. Also haben wir das auch schon mal. Gartenzwerg. Puh. Gartenzwerg, Gartenzwerg, Gartenzwerg. Was könnte man mit einem Gartenzwerg anstellen? Okay, ein Stifter, das ist eine Hütte, Bücher, ein Walkie-Talkie, Glocke. Ach Mensch, ja, Schublade öffnen, ja. Okay. Golfballgreifer. Hey, damit kriegen wir vielleicht das Buch. Lass uns mal nach oben. Hey, cool. Dann richtete Quasimodo seine Augen auf die Zigeunerin, deren Körper am Galgen hängen sah, zitterte unter ihrem weichen, weißen Gewand mit letzter schauriger Angst. Dann ließ er sie auf den Erzdiakon fallen, aufgeschlagen am Sockel des Turmes, ohne länger einen menschlichen Form zu haben, sagte er mit einem Schluchzen, das seinen Brustkorb hob. Oh, alles, was ich je geliebt habe. Was? Der markierte Text drückt Quasimodos reine und zärtliche Liebe zu Esmeralda aus, weil sie so freundlich ihm gegenüber ist. Diese Passage lässt vermuten, dass unser Killer in Saunders verliebt war. Könnte es eine Liebesaffäre sein, die nicht gut ausging? Und natürlich ruft jemand an. Wer ist das wohl? Ich habe gerade die Ergebnisse der Fingerabdrücke analysiert, die wir an der CD aus Vernons Büro durchgeführt haben. Bekommen. Sehr schön. Die Abdrücke gehören zu Franklin Turner. Ich kenne Turner. Er hat schon seit Jahren kein Buch mehr geschrieben. Ich habe gehört, dass er mehr oder weniger aufgegeben hat, nachdem er keinen Verlag für seine letzten Romane gefunden hat. Hier steht, dass er zurzeit bei einer Baufirma in der Stadt arbeitet. Ich habe Ryan und Esposito schon informiert. Sie sind gerade auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dann da mit ihnen. Danke, Lainey. Aber wir können irgendwas in der Küche noch machen. Das geht nicht, okay. Dann nicht. Naja, man kann es ja mal versuchen. Haben wir denn noch irgendwas hier? Nein, das können wir nicht. Taste oder sowas geht auch nicht. Okay. Ja, dann weiß ich gerade nicht weiter. Dann lass uns erstmal wieder. Erstmal zum Krankenhaus, würde ich sagen. Lagerraum. Oh, okay, da kriegen wir nichts hin. Tut mir leid, aber diese Patientin kann im Moment keinen Besucher empfangen. Sie erholt sich noch und der behandelnde Arzt hat seine Erlaubnis noch nicht erteilt. Wie geht's ihr? Ihr geht's gut, nur ein paar Beulen und Blutergüsse. Wir haben in ihrem Blutkreislauf jedoch eine fremde Substanz gefunden. Wir haben sie vor ein paar Minuten zur Analyse geschickt. Können Sie uns bitte informieren, wenn sie zur Verfügung steht? Wir glauben, dass sie uns etwas sehr Wichtiges zu sagen hat. Ich werde dafür sorgen, dass sie benachrichtigt werden. Kann ich das einfach so klauen? Offensichtlich. Ein Endoskop? Was soll ich denn mit einem Endoskop? Das hat doch bestimmt Lainey selber. Na gut. Gucken wir mal, was wir jetzt so anstellen können. Gehen wir mal zur Baustelle. Wir haben die Umgebung abgesucht, aber es gibt kein Zeichen von Turner. Hier ist überhaupt niemand. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Alle scheinen frei zu haben. Nun gut, wenigstens stört uns dann keiner bei unserer Untersuchung. Während wir hier sind, wir teilen uns am besten auf und sehen, was wir finden können.
Bruchgefahr nicht werfen. Oh, versuchen wir es einfach mal gleich mit einem. Nicht. Auch nicht. Oh. Du hast einen wichtigen Gegenstand gefunden. Fahrstuhlknopf. Ui. Es fehlen noch ein paar Karten von der Tafel. Ja. Kann man die hier nehmen? Nein, anscheinend nicht. Ist ja gemein. Fischfutter. Ist nicht für Fisch. Kein Fischfutter.